Donnerstagabend im Allgäu. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Nachrichten hier bei Allgäu TV. Gleich vorneweg eine beispielhafte Geschichte für Zivilcourage und beherztes Vorgehen. In Memmingen hat gestern ein Mann die Flucht eines Häftlings verhindert, und zwar mit dem Mountainbike. Der Häftling war auf dem Rückweg aus der JVA, befreite sich aus seinen Fesseln und versuchte zu türmen. Ein mutiger Memminger machte sich mit dem Rad auf zur Verfolgungsjagd und überwältigte den Flüchtigen. Dafür gab es Lob und Ehre, und zwar von allerhöchster Stelle, nämlich von Memmingens Polizeichef und vom Präsidenten des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Und das sind unsere weiteren Themen. Das Tänzelfest in Kaufbeuren auf Zeitreise durch die Geschichte der Stadt. 100 Tage im Amt, Manfred Schilders erste Erfolge als Oberbürgermeister von Memmingen und Ex-Bundesliga-Profi und Trainer aus Leidenschaft, Frank Wiblishauser im Porträt. Heute Abend findet die Eröffnungsfeier des Tänzelfestes in Kaufbeuren statt. Dann wird die Stadt, wie jedes Jahr, ein paar Jahrhunderte zurückversetzt. Neben viel Musik, vielen Essensständen und gemütlichem Lagerleben steht vor allem eine Gruppe ganz besonders im Mittelpunkt: die Kaufbeurer Kinder. Denn für die beiden Festumzüge am Sonntag und Montag werden rund 1600 Kinder in historische Gewänder eingekleidet, um die Geschichte ihrer Stadt zu präsentieren. Die letzten Vorbereitungen für das Tänzelfest in Kaufbeuren laufen. Und Irmgard Ernst vom Tänzelfestverein prüft Kostüme und Kopfbedeckungen. Denn heute Abend geht's ja schon los. Ja, das Tänzelfest, das ist eines der ältesten Kinderfeste in Bayern und die Kaufbeurer feiern das schon seit Hunderten von Jahren. Vermutlich geht das Fest auf Kaiser Maximilian I., den sogenannten letzten Ritter Deutschlands aus dem 15. Jahrhundert, zurück. Seine Robe steht schon bereit. Welche Schuhe er wohl dieses Jahr tragen wird? Historisch begründet weiß man nicht so genau, also da gehen die Meinungen sehr auseinander. Aber seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat man sich dazu entschieden, dass der Kaiser Maximilian die Hauptperson ist, und danach richtet sich das auch aus. Auf dem Spitalhof in Kaufbeuren sind die Gaukler Giocolari gerade dabei, ihr Lager aufzubauen. Im Moment sind sie natürlich noch nicht verkleidet. Wir sind die Compagnia Giocolari, wir sind die Gaukler der Kulturwerkstatt hier in Kaufbeuren. Wir sind jetzt schon seit vielen, vielen Jahren hier im Spitalhof und haben hier unser Lager und gaukeln und erfreuen die Leute mit unserem Spiel. Ganz so einfach ist es nicht, so ein Lager aufzubauen. Da müssen schon alle zusammenhelfen. Aber mit vereinten Kräften, Koordination und den richtigen Hilfsmitteln kommt es dann doch zum Stehen. Also das Schöne am Tänzelfest ist einfach, dass die ganze Stadt zusammenhilft. Überall werden die Lager hergerichtet, die Stadt wird hübsch gemacht. Alle helfen zusammen und schauen, dass es ein schönes Fest wird und dekorieren die Stadt. Es ist einfach eine jahrelange Tradition und es ist einfach wunderschön. Auch in der restlichen Altstadt wird fleißig aufgebaut. In der Kaiser-Max-Straße stehen sie schon, die Tribünen für die Umzüge. Eines ist den Organisatoren da besonders wichtig. Wir achten darauf, dass alles eher authentisch ist, also dass jetzt nicht irgendwie Plastik oder halt, ja, das sollte einfach ein bisschen den früheren Zeiten entsprechen. Sollte es regnen, dann wird es dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mittelalterlich authentischer. Denn durch den Umbau in der Fußgängerzone sind viele Stellen komplett aufgerissen. Bei Regen könnte sich das zu einer Schlammstrecke entwickeln. Ja, wir hoffen natürlich bei der Eröffnung heute Abend auf gutes Wetter und haben uns jetzt entschieden, dass die Eröffnung im Rondell des Tänzelfestplatz stattfindet. Wahrscheinlich sind mittlerweile die meisten Lager in der Stadt fertig aufgebaut. Für die Kaufbeurer wird es dann also für die nächsten Tage wieder heißen: Achtung, wir sind auf Zeitreise durch die Geschichte unserer Stadt. Wer etwas verschickt, der geht normalerweise schwer davon aus bzw. hofft, dass das Versendete auch ankommt. In Kempten sind in letzter Zeit allerdings immer wieder Pakete verloren gegangen bzw. verschwunden. Jetzt hat die Kemptner Polizei einen Paketfahrer dingfest gemacht, der sich offensichtlich auf hochwertige Mobiltelefone spezialisiert hat. In seiner Wohnung hat die Polizei entwendete Ware im Wert von etwa 8.000 Euro gefunden.
Gleich gibt es noch mehr Nachrichten aus der Region in Allgäu TV Kompakt. Inhofers verrückte Schatzsuche. Machen Sie mit und finden Sie den Schatz im Wert von 15.000 Euro. Die Inhofers verrückte Schatzsuche täglich auf das neue RSA Radio. Alle Infos unter inhofersverrückteschatzsuche.de. Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt, nur in Senden. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Über mangelnde Auswahl kann man sich bei Eichinger Optik in Dietmannsried nicht beschweren. Wer hier eine Brille sucht, wird auf jeden Fall immer kompetent und stilsicher beraten. Denn für Bernd Eichinger ist eine Brille nicht nur eine Sehhilfe, sondern vor allem auch ein modisches Accessoire. Deshalb achtet der Optiker bei seinen Kunden darauf, dass jedes Detail passt. Erstmal auf die Gesichtsform, auf die Konturen, Haarfarbe, äußeres Erscheinungsbild, ob jemand modern eingestellt ist. Eher konservativ, das spielt alles mit einer Rolle. Im Trend liegen momentan vor allem Kunststoffbrillen in dezenten Farben. Aber auch Fassungen in Holz- und Steinoptik sind aktuell gefragt. Doch nicht nur bei modischen Fragen weiß Bernd Eichinger Rat. Er ist auch Experte für das Thema Makuladegeneration. Die Stoffwechselstörung verursacht Ablagerungen auf der Netzhaut, die für erhebliche Sehstörungen sorgen. Entsprechende Hilfsmittel gibt es in Dietmannsried. Es gibt spezielle Gläser auf dem Markt, die eine Eigenvergrößerung bieten, das blaue Licht ausfiltern, was sehr gefährlich werden kann für das Krankheitsbild, weil eben diese Rezeptoren auf der Netzhaut weiter geschädigt werden können. Endlich wieder den vollen Durchblick haben. Dank Eichinger Optik in Dietmannsried. Das sind die Meldungen vom 13. Juli. Der Leiter der Memminger und Kempner Berufs- und Technologiezentren der Handwerkskammer Schwaben, Kurt-Hinrich Rodenburg, ist tot. Der 60-Jährige erlag gestern den Verletzungen eines Bergunfalls, die er sich vor einigen Tagen im Kleinwalsertal zugezogen hatte. Rodenburg habe durch sein Amt Hunderten von Jugendlichen den Weg ins Handwerk mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz ermöglicht, heißt es in einer Würdigung der Handwerkskammer. Ein Forstarbeiter ist bei Arbeiten im Halblechtal schwer verunglückt. Der Mann und drei weitere rumänische Forstarbeiter machten auf einem knapp 40 Grad steilen Gelände Holz. Die bereits fertigen Baumstämme zogen sie mit einer Seilkrananlage nach oben auf einen Forstweg. Die aufeinander gestapelten Stämme rutschten plötzlich talwärts. Sie rissen den 25-jährigen Forstarbeiter 50 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er einen offenen Oberschenkelbruch. Der Schwerverletzte wurde durch die Bergwacht Steingaden geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Polizei habe der Mann viel Glück gehabt, dass er den Unfall überlebte. IKEA macht weiter Zugeständnisse für das umstrittene Fachmarktzentrum neben der geplanten Möbelfiliale. Wie berichtet, plant der Einrichtungskonzern neben dem Möbelhaus in Memming ein Fachmarktzentrum. Das Vorhaben sorgte in den letzten Monaten für heftige Diskussionen und Sorgen bei den örtlichen Händlern. Die Verkaufsfläche des Zentrums wolle IKEA nun um 100 Quadratmeter verringern, genauso wie den Sektor für Sport und Camping. Im Gegenzug solle aber der Bau- und Gartenmarkt von 9.000 auf 9.500 Quadratmeter anwachsen, sowie ein Spielwarenfachmarkt mit maximal 500 Quadratmeter angesiedelt werden. Wie der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder darauf reagiert, sehen Sie unter anderem heute Abend in unserem Landkreismagazin aus dem Unterallgäu und Memmingen. Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich gestern Vormittag auf der Staatsstraße von Bad Wörishofen Richtung Schlingen. Eine 18-Jährige bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr bremsten. Sie verursachte einen Auffahrunfall und geriet auf die Gegenfahrbahn. Drei PKWs waren involviert.
Die Fahrerinnen des ihr entgegenkommenden Autos sowie die Unfallverursacherin selbst kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen auf der A7, kurz vor der Anschlussstelle Dietmannsried in Richtung Füssen. Dabei wurde ein Wohnwagen vollkommen zerstört. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn nach rechts ab. Die Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Die bulgarische Billig-Airline Wizz Air baut ihr Streckennetz am Allgäu Airport in Memminger Berg aus. Damit soll ab April 2018 die Stadt Kiew täglich vom Allgäu aus angeflogen werden. Bislang gehen 5 Flüge pro Woche in die ukrainische Hauptstadt und zurück. Ab dem kommenden Sommerflugplan werden es dann 7 sein. Bis dahin hoffen die Verantwortlichen des Allgäu Airports auch die Fördergelder für den Ausbau der Start- und Landebahn zu erhalten. Die rund 12 Millionen Euro Förderung des Bayerischen Freistaats wird aktuell erneut von der EU-Kommission in Brüssel geprüft. Das Rätsel um das zerschnittene Auto in einem Wald im Unterallgäu ist gelöst. Der Verursacher meldete sich selbst bei der Polizei. Der 51-Jährige gab an, ihm wäre nicht bewusst gewesen, dass es verboten sei, sein Fahrzeug auf diese Art zu entsorgen. Zuvor hatte der Mann das Auto von Betriebsflüssigkeiten befreit und beispielsweise die Ölwanne gründlich gesäubert. So vermied er eine Verunreinigung des Grundwassers. Dennoch erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige beim Landratsamt Unterallgäu. Ein Mann in Fronten hat 2 Mädchen mit einem Stock angegriffen. Die 16- und 17-Jährigen waren in der Nacht auf Mittwoch auf dem Nachhauseweg. Dabei hörten sie laut Musik. Ein den Mädchen entgegenkommender Mann war darüber wohl so erbost, dass er die beiden mit einem Stock schlug. Außerdem versuchte er, das Handy eines der Mädchens kaputt zu machen. Einige Anwohner bemerkten den Vorfall und griffen ein. Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt. Der Täter wird sich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Zeugen möchten sich bitte mit der Polizei in Fronten in Verbindung setzen. Mehr als 11.000 Besucher verzeichnet die Memminger Meile in diesem Jahr. Das teilt die Stadt heute mit. Mehr als 20 Veranstaltungen, wie beispielsweise hier das Open-Air-Kino, unterhielten die Besucher in der 41. Auflage. Mit am besten besucht war die internationale Straßenkunst. Aber auch die Installation Boat People des Memminger Künstlers Jürgen Batschneider beeindruckte gleich zur Festivaleröffnung, so die Veranstalter. In Füssen wurde einer Frau am helllichten Tag die Handtasche gestohlen. Das berichtete die Betroffene der Polizei. Als die Frau gestern gegen 10 Uhr in der Kemptner Straße unterwegs war, verpasste ihr ein Unbekannter einen Schlag auf den Hinterkopf und riss ihr die umgehängte Handtasche von der Schulter. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete. Wenig später fand ein Passant den Geldbeutel in Tatortnähe. Das gesamte Bargeld in Höhe von 630 Euro fehlte. Die Polizei Füssen bittet nun um Hinweise. Die Frau beschreibt den Täter wie folgt. Er sei zwischen 1,85 und 1,90 groß, habe einen dunkleren Hauttyp, sei zwischen Mitte und Ende 20 Jahre und habe ein blaues Muscle-Shirt mit Aufdruck, eine hellgraue lange Jogginghose sowie eine blaue Baseball-Cap getragen. Auch in Bergheim langte ein Taschendieb heute zu. Allerdings entwendete er diese aus einem Auto. Laut Polizei ließ die Fahrerin die Beifahrertür für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt offen, sodass der Dieb ein leichtes Spiel gehabt hätte. Die Polizei rät darum, Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach des Autos stets zu verschließen, auch wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt. Auch solle man niemals Wertsachen im Auto lassen. Soweit die Meldungen und jetzt der Blick aufs Wetter. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß, für Türen, Fenster und Lichtschächte. Wenn heute Abend die Sonne untergeht, verschwinden auch größtenteils die Wolkenfelder. Vielerorts wird es eine sternenklare Nacht bei Werten von 13 bis 16 Grad. Der Freitag beginnt dann aber wieder zugezogen. Die beste Chance auf ein paar Sonnenstrahlen haben in der ersten Tageshälfte die Regionen um Mindelheim und Oberstaufen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 17 Grad im West- und Ostallgäu. Im Unterallgäu sind rund 18 Grad zu erwarten, im Oberallgäu um die 20. Außerdem ist allgäuweit mit leichten Schauern zu rechnen, vor allem ab Freitagnachmittag. Hin und wieder zeigt sich auch mal die Sonne.
Vielleicht ist also an der einen oder anderen Stelle ein Regenbogen zu sehen, der vor unserem Allgäuer Bergpanorama sicher ein tolles Fotomotiv wäre. In den Bergen ist das Wetter aber leider auch nicht besser. Regenwolken und teils einstellige Temperaturen sind zu erwarten. Beste Aussichten liegen für den Tegelberg und den Gründen mit Höchstwerten von 15 bzw. 18 Grad vor. Aber wir können Sie beruhigen. Samstag geht es zwar noch einmal ähnlich weiter, aber dann kehrt der Sommer, wenn auch langsam, aber sicher zurück. Weniger Wolken, mehr Sonne und Temperaturen um die 20 Grad machen den Sonntag zu einem echten Sonnentag. Und der Blick in die nächste Woche lohnt sich ebenfalls. Da wird es mit rund 24 Grad noch einmal ein wenig wärmer. Die berühmte 100-Tage-Frist ist so etwa die Zeitspanne, die man einer neuen Regierung zugesteht, um sich einzuarbeiten, zu etablieren und anzukommen. Dann allerdings sollten erste Erfolge vorzuweisen sein. Zumindest verlangt die Presse dann nach ersten Ergebnissen. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hat seine ersten 100 Tage jetzt hinter sich. Aus diesem Anlass haben wir ihn für unser Magazin aus dem Unterallgäu und Memmingen in unser Nachgefragt-Studio eingeladen. Hier schon mal ein erster Eindruck. Hundert Tage. Hört sich viel an, ist aber in manchen Fällen eine relativ kurze Zeit. Zum Beispiel, wenn man Oberbürgermeister einer Stadt wie Memmingen ist. Manfred Schilder hat die ersten 100 Tage im Amt hinter sich. Auch wenn es Wichtigeres gibt als eine bestimmte Anzahl von Tagen im Amt, ist es ein Anlass für uns, mit ihm über seine Pläne und Ziele zu sprechen. Über das, was er schon geschafft hat und das, was noch Zeit braucht. Sie haben vor kurzem gesagt, Sie würden das Klinikum Memmingen gerne zu einem Krankenhaus der Versorgungsstufe 1 ausbauen. Das ist so das Höchste, was wir in Deutschland haben. Das leisten sonst Unikliniken. Und wie sieht es da aus? Also wie ich eines Zeitungsberichtes entnehmen durfte, hat das Gesundheitsministerium da irgendwie gleich mal einen Riegel vorgeschoben, dass das wohl nicht kommen wird. Wie war es in Wirklichkeit? Ich glaube, davon dürfen wir uns jetzt zunächst einmal nicht gleich so beeindrucken lassen. Natürlich, klar, mir ist das bewusst. Wobei das so gar nicht gemeint war. Wir haben die Vorstellung einer Maximalversorgung. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir eine bestmögliche Versorgung der Menschen im Raum anstreben. Medizinische Leistungen, Pflegeleistungen, das Rundherum eines Krankenhauses, das soll optimal sein, eine optimale Versorgung der Menschen darstellen. Wir haben in der Tat in einer sehr konstruktiven Klausur auch mit den Chefärzten über die Frage diskutiert, was heißt das in der konkreten Umsetzung, wie sähe ein Konzept aus, das genau diesen Forderungen oder diesen Vorstellungen entspricht. Das muss man diskutieren. Da muss man auch mit dem Landkreis darüber reden, weil das nicht allein das Klinikum Memmingen leisten kann. Die Unterallgäuer Kliniken spielen da aber auch nach wie vor eine Rolle, ne? Die spielen dabei eine Rolle, natürlich. Also ich glaube, dass wir oder bin überzeugt davon, dass wir das auch nur in einem Konzert mit den drei Kliniken, die wir heute haben, oder Beuren, Mindelheim und Memmingen, auch geschultert bekommen. Da muss man jetzt mal die Gespräche auch noch abwarten. Die Kliniken sind das eine, ein relativ großes Thema und schwieriges Thema, was auch schon lange besprochen wird in Memmingen. Auch ihre beiden letzten Vorgänger haben das Thema ja auch schon angepackt. Was sich auf den ersten Blick irgendwie viel einfacher anhört und viel kleiner, ist die Verkehrsberuhigung am Weinmarkt. Da denkt man zuerst, naja, macht es doch einfach. Ja? Macht doch einfach eine Fußgängerzone draus. So einfach ist das nicht. Sie wollen das jetzt starten, zumindest als Versuch und zumindest am Wochenende. Wie soll das dann konkret aussehen? Also es ist in der Tat so, dass es gibt so eine subjektive Wahrnehmung der Unsicherheit bei vielen Menschen, die dort unterwegs sind, insbesondere an der Kreuzung der Fußgängerzone mit dem Weinmarkt. Da fühlen sich viele Menschen unwohl, unsicher.
ganz objektiv ist diese Unsicherheit eigentlich unbegründet, weil wir in der ganzen Zeit, glaube ich, einen Unfall dort hatten, wo aber ein Fahrradfahrer mit einem Fußgänger kollidiert ist. Also nicht mal mit einem Auto oder mit was anderem, sondern ein Radfahrer. Und dennoch haben wir im Stadtrat auch darüber diskutiert, wie ernst müssen wir das nehmen. Das müssen wir ernst nehmen. Allerdings gibt es natürlich auf der anderen Seite auch die Vorstellung, wir brauchen diese Parkplätze, wir brauchen für den Individualverkehr die Zufahrtmöglichkeiten. Davon existieren Unternehmen, die dort auch angesiedelt sind, die Gastronomie, Einzelhandel, was auch immer. Mhm. Und ich war der Meinung, wir sollten das einfach mal probieren. Wir werden das jetzt über den Sommer durchführen, etwa so bis zum Jahrmarkt. Und dann schauen wir uns das an, wie hat das gewirkt? War die Maßnahme geeignet, um das zu verbessern, die Situation, oder war sie ungeeignet? Müssen wir uns was anderes überlegen? Man kann jetzt natürlich sagen, naja. Wie Manfred Schilder seine ersten 100 Tage erlebt hat, was das erste große Projekt wird, wie es mit der sogenannten Klinikfusion weitergehen soll und warum ein IKEA in Memmingen vielleicht doch nicht so sicher ist wie gedacht. Das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins aus dem Unterallgäu und Memmingen. Aus dem Unterallgäu und Memmingen sehen Sie zum ersten Mal heute Abend um 19.45 Uhr. Wir wiederholen die Sendung dann um 20.45 Uhr und dann noch einmal um 22.30 Uhr. Alle Magazine aus den Allgäuer Landkreisen sehen Sie natürlich auch bei uns im Internet unter www.allgäu.tv und seit neuestem auch über die Amazon Fire TV App. Jetzt machen wir eine kurze Pause und danach kommen alle Fußballfans voll auf ihre Kosten. Aber auch alle anderen werden beeindruckt und begeistert sein von einer ganz besonderen Fußballkarriere. Diese Woche bei Feneberg. Bestes Putenfleisch. Frisches Putengeschnetzeltes in der Frischebox. 100 Gramm nur 99 Cent. Außerdem von hier Bio-Bergkäse. 100 Gramm nur 1,29. Rittersport. Verschiedene Sorten. Ausgenommen Nussklasse. Nur 69 Cent die Tafel. Diese Woche bei Feneberg. Die Party geht weiter. Wir feiern im höchsten Dorf der Republik. Die Hüttengaudi Rot-Weiß. Am 28. Juli ab 20 Uhr in der Meckelzer Sportalp am Oberjoch. 30 Weine im Offenausschank. Craft Beer und Gin Tonic Bar. Sektempfang sowie ein leckeres Grillbuffet. Für Partystimmung sorgen die RSA-DJs mit dem Besten aus den 80ern und 90ern. Und sicher zur Party und wieder nach Hause geht's mit dem Bus-Shuttle. Hüttengaudi Rot-Weiß. Die höchste gelegene Party Deutschlands am 28. Juli in der Meckelzer Sportalp am Oberjoch. Alle Infos auf rsa-radio.de. Als eine der ältesten Privatbanken in Deutschland fühlen wir uns unserer Familientradition verpflichtet. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Werten unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns umfassend Zeit für Sie und begleiten Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner. Das gesprochene Wort zählt bei uns. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich ist Kundenzufriedenheit für uns ein persönliches Anliegen. Gabler Salita Bank. So privat wie das Leben. Anpfiff. Vogsports präsentiert den Sporttalk auf Allgäu TV aus dem Ludwigsfestspielhaus in Füssen. Der Fußball- und Sporttalk aus dem Allgäu für das Allgäu. Knallharte Themen, Topstars. Am 15. und 16. Juli um 21 Uhr auf Allgäu TV. Sommerschlussverkauf mit jetzt zusätzlich 22% bei Mode Martin in Marktoberdorf. Markenmode zum kleinen Preis. In allen drei Filialen erhalten Sie nur noch bis zum 22. Juli zusätzlich 22% auf alles Reduzierte. In Marktoberdorf heißt Sie das Team von Mode Martin herzlich willkommen. Vom 5. bis 17. Lebensjahr spielte Frank Wiebleshauser in seinem Heimatverein FC Memmingen. 1994 wechselte er zu den Amateuren des FC Bayern München und im weiteren Verlauf seiner Karriere spielte er unter anderem auch für den 1. FC Nürnberg und den FC St. Gallen.
Seit geraumer Zeit hat er nun die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Der gebürtige Memminger war zuletzt mit dem TV Bad Grönenbach aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Und diesen Sommer hat er nun das Traineramt beim TSV Kottern übernommen. Hart, aber herzlich. Frank Wiebleshauser weiß, wie er mit seinen Jungs umzugehen hat. Seit Mitte Juni ist er nun Trainer des Allgäuer Fußball-Bayernligisten TSV Kottern. Auch das war letztendlich reiner Zufall. Ich habe zuerst beim TV Bad Grönbach im Bereich der Athletik gearbeitet, habe dann irgendwann mal die Anfrage dafür bekommen, die Jungs ganz zu übernehmen. Anfangs war es nur für ein paar Monate gedacht, aber hat dann doch auch wieder Spaß gemacht und somit sind wir dann länger bei der ganzen Geschichte geblieben. Der 39-jährige Ex-Profi und gebürtige Memminger kennt seine Mannschaft bereits nach kurzer Zeit recht gut. Denn vor kurzem fand das Trainingslager statt. Das Trainingslager war gut. Wir haben 4 intensive Tage verbracht, haben natürlich Tag und Nacht miteinander verbracht. Und somit haben wir einiges schon erleben dürfen. Aber klar, es braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, bis wir dann uns noch besser kennenlernen und dann die ganze Geschichte noch mehr verfeinern. Am Trainersein gefällt es mir letztendlich am meisten, wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt. Und das ist natürlich immer mein Ziel, über die tägliche Arbeit dann so weit wie möglich zu kommen und sie dann weiterzuentwickeln. Sein Ziel ist es, jeden Spieler ein Stück voranzubringen. Außerdem soll das Team gefestigt werden. Dass wir als Kollektiv auftreten, dass wir über eine Einheit nach vorne kommen und somit dann über den Erfolg natürlich den größten möglichen Spaß haben. Wie für die meisten war es auch für Frank Wiebleshauser schon immer ein Kindheitstraum, professionell Fußball zu spielen. In seinem Fall wurde dieser Wunsch auch Realität. Ich habe das Fußballspielen beim FC Memmingen gelernt. Bin dann im Alter von 16 Jahren bin ich dann zu Bayern München gewechselt. Habe dort dann 6 Jahre verbracht, bevor ich dann im Jahr 2000 zum ersten FC Nürnberg gewechselt bin. Dort habe ich dann 5 Jahre verbracht, war dann ein Jahr noch in der ersten Schweizer Liga beim FC St. Gallen. Es ging dann nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, wo ich dann bei der TuS Koblenz noch 4 Jahre in der zweiten Liga gespielt habe. Und dann habe ich im Jahr 2010 mit Fußballspielen aufgehört. Auch wenn seine Profikarriere mittlerweile vorbei ist, gibt es immer noch Momente, an die er sich sehr gerne zurückerinnert. Wir hatten damals mit der U15 ein Länderspiel in England im alten Wembley-Stadion. Das sind schon Eindrücke, die man nicht so schnell vergisst. Beide Jobs haben letztendlich ihren Reiz und ihre Aufgabe und von daher hat es mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, als aktiver Spieler zu spielen. Genauso macht es mir jetzt aber auch Spaß, den Jungs nach Möglichkeit ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, sodass sie sich verbessern. Am 15. Juli können Sie dann noch mehr über Frank Wiebleshauser erfahren. Denn da ist er zu Gast bei unserem Sporttalk im Füssener Festspielhaus. Was ich mir davon erwarte, also letztendlich, dass wir eine schöne Stunde miteinander verbringen, dass wir Spaß haben und dann einfach uns austauschen und somit dann auch einen schönen Abend miteinander verbringen. So viel für heute von uns. Morgen Abend steigt ja unser großer Sporttalk im Festspielhaus Füssen und da ist er ja mit dabei, Frank Wiebleshauser. Daneben die Mountainbikerin Nadine Rieder. Samstagabend haben Sie dann die Möglichkeit, hier bei Allgäu TV um 21 Uhr das Ganze anzusehen. Und falls Sie da nicht können, dann gibt es am Sonntag noch einmal die Möglichkeit. Ebenfalls um 21 Uhr ist dann die Ausstrahlung des Sporttalks. Und wir sehen uns morgen wieder zu den Allgäu TV Nachrichten am Freitag und ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Abend. Das Allgäu ist einer der schönsten Orte der Welt und absoluten Platz, um sich richtig wohl zu fühlen. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.